Wie Sie sicherlich wissen, meine Damen und Herren, bin ich der größte Bulle unter der Sonne. Warum? Weil Aktien steigen immer, nur manchmal fallen sie eben. Und derzeit scheint es so, als würden sie ein bisschen fallen. Auffällig vor allem in der letzten Handelsstunde fallen sie an der Wall Street derzeit gerne. 6-mal in Folge zuletzt. Und wir wollen uns ein paar Dinge mal anschauen, die darauf hindeuten, dass wir durchaus jetzt mal eine technische Erholung sehen können, aber übergeordnet die Dinge schwierig sind und da ziemlich viel Schmerz vor uns liegen könnte, denn es sind Rekordzuflüsse verzeichnete Worten, was hier Aktien oder ETFs und die Aktien betrifft, Fonds etc. Da ist so viel Geld reingeflossen wie noch nie in einem Monat und das könnte darauf hindeuten, dass wenn die Aktienmärkte jetzt nicht mehr steigen, trotz dieser Zuflüsse, dass also praktisch diese Zuflüsse dafür gesorgt haben, dass diese Anstiege schon hinter uns liegen. Das zumindest ist eine Überlegung, die ich mit Ihnen gleich diskutieren will. Schauen wir uns zunächst mal das Geschehen gestern an. Da sehen wir den Dow Jones knapp im Minus, aber gleichwohl der beste Index, S&P 500, 0,5%, Nasdaq 2%, Small Caps auch wieder ziemlich unter die Räder gekommen. Wenn wir uns anschauen, welche Sektoren gestern gut gelaufen sind. Wir hatten ja zuletzt dieses linke Tasche, rechte Tasche Prinzip. Mal läuft Tech gut, dann läuft am nächsten Tag Energy gut, am nächsten Tag läuft dann Energy schlecht und Tech schlecht und wie auch immer. Jetzt sehen wir Energy gestern gut gelaufen, 2,5% Erholung des Ölpreises, maßgeblich Industrials, Materials, eigentlich dieser Reflationstrade, also die Idee, dass da praktisch die Wirtschaft sich richtig toll erholen wird und dann braucht man Industrie, braucht man Materialien, möglicherweise Infrastrukturprogramm von Joe Biden, Schnipp und Schnapp. Wir sehen, Financials haben sich erholt und Utilities und Healthcare, diese beiden defensiven Sektoren im Mittelfeld. Unten Technology, Consumer Discretionary und Communication Services massiv unter Druck. Die großen Fang-Aktien war es, eine Apple und wie sie alle heißen, die Dickfische, also die gestern wieder mal unter die Räder gekommen sind. Und wenn wir uns mal technisch anschauen, hier wieder in einem Chart von Michael Silver, Figuring Automan, nee, dann sehen wir hier, dass wir beim Spider, also beim maßgeblichen S&P 500 ETF oben in der Chart eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation sehen, Nackenlinie ist unterschritten, wir sind aber, wie Sie oben im RSI sehen, ziemlich überverkauft, sodass da eine Gegenbewegung wahrscheinlich ist, vielleicht zu der Nackenlinie, also das würde bedeuten, wir könnten ein bisschen steigen, aber so fürchterliche Rallyes erwarte ich für den heutigen Tag nicht. Unten sehen wir den Triple Q, Nasdaq ETF maßgeblich ist, und da hatten wir ja diese potenzielle inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation, aber wir haben es noch lange nicht geschafft, dieses Niveau oben, dieses Widerstandsniveau anzulaufen und sind jetzt aus diesem Aufwärtstrend erstmal rausgebrochen, vielleicht ein Fehlausbruch und wir kommen wieder rein, Fragezeichen. Aber die charttechnische Lage ist angeschlagen, überhaupt gar keine Frage. Das gilt für einige Indizes, die wir uns gleich anschauen. Über die letzten 3 Monate haben wir jetzt 29 Tage gesehen, wo die Aktienmärkte in der letzten Handelsstunde gefallen sind. Das ist der längste 3-Month-Drop in der letzten Stunde, Handelsstunde seit 1997. Also auffallend, dass in der letzten Handelsstunde in der Regel abverkauft wird. Zuletzt, das ist ja das sogenannte Smart Money, sagt man dazu, das in der letzten Handelsstunde agiert. Ob es wirklich so smart ist, sei mal dahingestellt. Aber hier sehen wir unten in dem Chart, dass jetzt die letzte Handelsstunde unschön ist in letzter Zeit. Oben der S&P, unten der S&P in der letzten Handelsstunde deutlich gefallen. Also da müssen dann die Asiaten, im Zweifel dann die Europäer ein bisschen wieder aufhelfen, müssen die Amerikaner wieder aufrichten. Das war aber das Prinzip, dass dann diese Aufrichtung von der Kassa Wall Street dann gleich wieder abverkauft wird. Schauen wir uns hier mal ein paar Indizes an. Oben der Dow Jones, bullischer, noch ziemlich weit über seinem 50-Tages-Durchschnitt hält sich der Index. Wir sehen unten den Triple Q, Nasdaq, da ist man unter dem 50-Tages-Durchschnitt. Mehrfach versucht, über diesen 50-Tages-Durchschnitt zu kommen, gescheitert. Schauen wir uns an, oben IWM, IWM, Russell 2000 ETF. Dieser Index, der 120% gestiegen ist seit dem Tief am 23. März 2020, der jetzt in schwieriges Fahrwasser kommt. Sehr viele Finanzwerte drin, über 20%. Wir sehen hier 50-Tages-Durchschnitt jetzt gebrochen. War schon mal der Fall, dann kam nochmal eine Rallye nach oben, jetzt dieser Bruch und oben sehen wir den Spider, also SPY, maßgebliches S&P 500 ETF, noch über dem 50-Tages-Durchschnitt allerdings. Jetzt ziemlich genau an dieser
Aufwärtstrendkanallinie seit dem Tief im März 2020. Das mal die rein technische Ausgangslage. Und hier sehen wir, wie viel Geld in diese Aktienmärkte geflossen ist. 54 Milliarden Dollar in der letzten Woche alleine. Das ist mehr als sonst in einem ganzen Monat in den letzten 26 Jahren. Also wir sehen, hier ist massiv Geld reingeflossen. Aber wo stehen die Aktienmärkte? Wir kommen nicht auf neue Allzeithochs beim S&P 500. Klar, wir sind nicht so weit davon entfernt. Aber wir haben eben jetzt nicht mehr diese Aufwärtsdynamik und es ist sehr, sehr viel Geld reingeflossen. Das bedeutet, wenn es diesem Geld nicht gelingt, die Märkte noch weiter nach oben zu drücken, dann ist da möglicherweise was im Argen, was im Busch. Und das macht mich als Dauerbulle natürlich ein bisschen vorsichtig, meine Damen und Herren. Vielleicht sollte man drüber nachdenken. Vielleicht sollte auch Cathie Wood mal über ihre etwas utopischen Ansichten nachdenken. Tesla Kursziel 3.000 Dollar oder was sie gesagt im Bear Case, 1.500 Dollar. Wir sehen hier oben ihren ARKK, also praktisch einen ihrer Top-Produkte. Sieht aus wie eine Dead Cat Bounce, wo sie abverkauft worden. Dann die Erholung, jetzt wieder Runde und wir sehen 13% der dreimonatige Rolling Change. Das ist ziemlich volatil und das ist so für mich einer der symbolischen Angriffsflächen vielleicht für die Märkte, diese Überspanntheit, diese utopischen Dinge, die hier rausgehauen werden. Das ist neuer Markthoch 25 und Cathie Wood wird diejenige sein, wenn es die Märkte erwischt, die als erstes über den Jordan geht. So viel scheint wahrscheinlich. Schauen wir uns mal eine ihrer Top-Positionen an, nämlich Tesla. Dann sehen wir hier mal die 12 Monats Rolling Averages bei Autozulassungen in Westeuropa für Elektrofahrzeuge. Sehen wir hier, die Kurve von Volkswagen geht so nach oben wie einst der Tesla-Chart, während Tesla eigentlich stagniert, nicht wirklich weiterkommt, war eine Zeit dominant, dann stagniert man, geht sogar leicht nach unten. Andere holen auf, wie etwa Renault, Nissan, Hyundai und so weiter. Ist ja der Albtraum der Tesla-Glaubensgemeinschaft, mal vielleicht irgendwann von Hyundai überholt zu werden, gilt. Das wäre fast schon so traurig, dass es schon wieder lustig ist. Ja, aber das ist sozusagen der fundamentale Case hier von Tesla und das zeigt, wie überspannt manche Kurserwartungen hier sind. Und möglicherweise kriegen wir auch regulatorisch jetzt ein paar Problemchen. Die SEC, die Börsenaufsicht, will hier sich die Specs-Frenzy mal ein bisschen anschauen, also diese Börsenmäntel. Und wenn wir uns anschauen, was da zuletzt reingelaufen ist, im Jahr 2013 begann das mit einer Milliarde, im Jahr 2020 waren wir bei 83 und jetzt sind wir year to date, also noch nicht mal ein Vierteljahr ist abgelaufen, sind wir schon bei 96 Milliarden und die SEC, die sagt, jetzt wollen wir uns das mal näher anschauen, hat hier Banken Fragebögen zugeschickt, die müssen Auskunft geben, also vielleicht haben wir da diese Party bald am Ende und diese Specs sind auch nicht so fürchterlich gut gelaufen, nämlich 21% jetzt verloren von ihrem Februar Peak und auch dieser Goldman Sachs Basket of Retail Favorite Stocks, also die Lieblinge der Robin Hooder, könnte man sagen, ist jetzt 7% runtergekommen seit 15. März. Deutlicher als etwa der Russell 3000. Und vielleicht auch bezeichnend, es ist entscheidend für die Bullen, gell, so wie für mich, dass man immer dabei ist, wenn es diese Monstertage gibt, wenn man die 10 besten Tage in den letzten Jahrzehnten verpasst hätte, nämlich seit den 1930er Jahren, dann hätte man zum Beispiel beim S&P 500 28% nur gemacht, statt eben 17.715%. Das zeigt also, wie wichtig es ist, diese Monster-Rallies, die ab und zu mal passieren, mitzunehmen. Was haben wir noch? Wir haben auffälligerweise jetzt eine Abweichung zwischen der 10-jährigen Rendite von den Staatsanleihen und dem Nasdaq. Der Nasdaq gestern gefallen, obwohl die Renditen ein bisschen auch gefallen sind. Normalerweise war ja das Muster immer steigende Renditen. Dann fällt der Nasdaq und andersrum, gestern sind die Renditen gefallen und der Nasdaq gefallen. Das ist interessant. Ich hatte darauf hingewiesen, dass das Sentiment für US-Staatsanleihen extrem bearish ist. Bärisch muss es heißen, nicht bierisch, gell? Sonst schreiben die wieder hier, Fugmann, bierisch, nee, ist das Bier? Nein, das ist ein Bär, gell? So, jetzt haben wir das also geklärt. Jetzt sehen wir also extrem bärisches Sentiment. Rebalancing steht an, Fonds
Institutionelle Anleger haben schlauerweise wahrscheinlich Anleihen verkauft, müssen aber jetzt zum Quartalsende dann wahrscheinlich wieder zukaufen. Frage ist, wie viel ist da schon passiert? Aber sie müssen dann eben mit zum Ende des Quartals eine bestimmte Anleihequote ausweisen, die viele unterschritten haben dürften in letzter Zeit. Und schauen wir uns mal in Sachen Anleihen an. Die Fed kaufte überwiegend mindestens 50 oder was heißt überwiegend, genau zur Hälfte sogenannte TIPS im Rahmen ihres QE. Also Fed kauft ja Anleihen, das ist bekannt, Quantitative Easing, und die Hälfte dieser Anleihekäufe betreffen TIPS, also inflationsgeschützte Anleihen. Interessant, mit dem Kauf von TIPS kann man auch die Inflationserwartungen ein bisschen nach unten drücken, by the way. Und jetzt hat hier der Chicago Fed-Chef Evans heute Nacht gesagt, ja, also angesichts der fiskalischen Situation, in der wo die USA ist, ist es erstaunlich, dass die Renditen nicht viel höher stehen. Also das zeigt, die Fed ist sich durchaus dessen bewusst, dass da eigentlich noch viel Raum wäre. Es ist ja auch sprechend, dass bisher der Jerome Powell noch nicht interveniert hat verbal und gesagt hat, ja, die Renditen sind uns zu hoch. Also hier mal das Eingeständnis eines Fed-Mitgliedes, das eigentlich angesichts des desaströsen Situation hier die Renditen höher stehen müssten. Wir müssen uns vorstellen, Staatsdefizit der USA 28 Billionen. Wenn wir jetzt mal Haushalte und Unternehmensverschuldung mit dazu zählen, dann sind wir bei 80 Billionen. Deutschland hat jetzt eine Staatsverschuldung, meine ich, von weit weniger als einem Zehntel dessen. Er hat aber ein Viertel der Einwohner. Also hier sehen wir die Dimension. Deutschland müsste eigentlich so eine Gesamtverschuldung auch mit Pensionsverpflichtungen haben von 4, 5 Billionen. Um und bei, legen Sie mich nicht darauf fest, aber halt weniger als ein Zehntel offenkundig. Es zeigt, wie praktisch aus dem Ruder gelaufen die ganze Situation schon ist. Und es kommt immer mehr Angebot auf den Markt. Heute die Emission einer 10-jährigen Anleihe, nachdem wir gestern und vorgestern ja schon 2- und 5-jährige gesehen haben. Jetzt haben wir China. Manche sagen, der Fugmann, der sagt viel zu wenig über China und über die asiatischen Märkte. Nein, ich sage auch was über China, da haben wir es. Und wir haben jetzt die Situation, dass Chinas Aktienmärkte gedreht sind, waren negativ, sind dann ins Plus gedreht. Es gibt Rumors, Gerüchte, dass da das National Team am Start sei, also dass praktisch die Banken, die Staatsbanken beauftragt wurden. Kauft es mal ein bisschen ein, damit jetzt die Aktienmärkte nicht so fallen. Aber wir sehen, wie Holger Čepić messerscharf anmerkt, Chinas Aktien 15% gefallen. Und das zeige, was passiert, wenn der Stimulus endet. Der CSI 300, dieser Index, ist lagging world by the most since 2016 in March. Also seit 5 Jahren genau entwickelt sich dieser Leitindex so schlecht in Relation zu den anderen Aktienmärkten der Welt nicht mehr. Und auch die Daten aus China sind nicht besonders toll. All das deutet darauf hin, China ist ja früher dran konjunkturell als wir, weil sie früher aus dieser Lockdown-Situation gekommen sind, dass wir möglicherweise eben dann auch nicht so tolle Wirtschaftszahlen bekommen und auch nicht mehr so tolle Aktienkurse bekommen. Mal gucken. Jedenfalls sehen wir, dass auch die SEC jetzt beginnt, das Delisting von chinesischen Aktien an der Wall Street. Auch das belastet also die Aktien. Da ist einiges in der Mache. Und jetzt haben wir hier noch diese ganze Geschichte mit diesem Schiff, diesem Containerschiff, das im Suezkanal am Start ist und nach wie vor komplett den Suezkanal blockiert. Es könnte 6 Tage dauern, bis man das Problem gelöst hat. So neueste Einschätzungen. Jeder Tag kostet um und bei 10 Milliarden Dollar. Und wir sehen, es warten jetzt 185 Schiffe, die nicht vorbei können. Die können auch nicht wieder raus, rückwärts fahren oder so. Das macht auch keinen Sinn. Also die stehen da und warten. Und das wird diese ganze Supply-Geschichte, diese ganze Angebotsknappheit, die wir derzeit ja haben, Lieferketten, die Lieferzeiten extrem lange, das dürfte sich dadurch jetzt noch maßgeblich beschleunigen, wenn praktisch der Suezkanal jetzt ausfällt als Transportstrecke. Und kommen wir zu Corona abschließend. 7-Tage-Inzidenz in Deutschland jetzt auf 113 gestiegen, 22.600 Fälle. Also wir sehen einen negativen Trend bei den Fällen. Die Todeszahl bleibt relativ konstant, einigermaßen unten mit 228. Aber Frankreich hat jetzt 65.000 Fälle gemeldet in den letzten 24 Stunden. Booms! Die Franzosen sind ja ein paar weniger als wir in Deutschland. Also das ist schon eine Situation, die nach wie vor nicht so richtig gut aussieht. Hopefully wird das Wetter besser.
Ne, im Sommer hat ja das Wetter die Tendenz, besser zu werden grundsätzlich, mindestens wärmer. Jedenfalls könnte das ein bisschen helfen, Impfungen etc. Aber wir werden halt mindestens hier in Deutschland noch bis 18. April im Lockdown bleiben und wahrscheinlich dann noch bis April 2028 auch noch. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Als Bulle wäre ich ein bisschen vorsichtig, Erholung in jeder Zeit drin. Aber ich hatte schon gestern Abend ja getitelt, die Kleinanleger, die könnten auf die Mütze bekommen, sie GameStop und die Konsorten, was nicht so schön gelaufen ist gestern. Diese ganze Stimulus-Thematik ist jetzt überwiegend schon in den Märkten abgefrühstückt. Wir haben gesehen, wie viel Geld in die Märkte geflossen ist und dennoch steigen die Aktienmärkte nicht. Und das heißt, da stehen natürlich sehr, sehr viele Long auf der Long-Seite. Und wenn es dann in die andere Richtung geht, dann gibt es sehr viel Potenzial für eben Verkäufe von denjenigen, die Long stehen. Da sehe ich das große Risiko, aber Erholungen sind da jederzeit möglich, meine Damen und Herren. Mit dieser Botschaft entlasse ich Sie in diesen hoffentlich wunderschönen, was haben wir heute, Donnerstag. Servus und ciao.